Herzlich willkommen. Ein ganz kurzer Podcast heute aus Anlass des 85. Geburtstags meiner Mutter, der ich von hier aus ganz herzlich gratuliere. Der Podcast heute hat nichts mit Orgel zu tun, sondern es handelt sich um einen kurzen Vokalsatz. Wir singen im Quartett und meine Mitstreiter, denen ich herzlich danke, sind Jacqueline Beisegel, Alt, Benjamin Müller, Tenor und Ferdinand Fahn, Bass. Das Stück heißt »Ehe ich mich niederlege«, ein Abendlied, vertont von Fritz Dietrich. Fritz Dietrich, 1905 bis 1945. Er war Musikwissenschaftler und Komponist und ist in den letzten Kriegstagen verschollen. Der Text des Stücks stammt von Hermann Claudius. Das ist ein Urenkel des berühmten Matthias Claudius. Der hat gelebt von 1878 bis 1980, also ein durchaus gesegnetes Alter. Er ist vor allem als plattdeutscher Dichter bekannt, aber auch im Evangelischen Gesangbuch gibt es ein Weihnachtslied, »Wisst ihr noch, wie es geschehen?« Satz von Christian Lahusen. Und das ist auch von Hermann Claudius gedichtet. Oder ein weiteres sehr bekanntes Lied von ihm ist »Jeden Morgen geht die Sonne auf in der Wälder wundersamer Runde«. Auch ein wunderschönes Gedicht von Hermann Claudius. Das Stück »Ehe ich mich niederlege« ist ganz schlicht. Es hat 4 Strophen und ist eine Meditation zum Schlafengehen und spielt in meiner Familie eine große Rolle. Das wurde im Kirchenchor Alpbruck, wo ich herstamme, eigentlich fast immer oder jedenfalls sehr oft am Ende einer Probe sozusagen als Abendsegen gesungen. Und ich habe da schöne Kindheitserinnerungen dran. Ich hoffe, es macht Ihnen auch Freude. Alles Gute und tschüss.